Hallo und herzlich willkommen zu unserer Online-Ausbildung Hebekissen, Aufbau und Funktion. Als allererstes möchten wir euch zeigen, wo die Geräte der Hebekissen und das Zubehör auf unserem Rüstwagen verlastet sind. Diese befinden sich im Geräteraum 6 auf der Beifahrerseite. Ungefähr auf der Mitte der Höhe des Gerätefaches. Hier ist alles Zubehör vom Steuerorgan, Druckminderer, zwei verschiedene Sorten Hebekissen und Zuleitungsschläuche verlastet. Ein ganz wichtiger Bestandteil beim Einsatz von Hebekissen ist die Sicherung des herabstürzenden Materials mittels Unterbau oder Palholz. Dieses befindet sich auf dem Rüstwagen im hinteren Gerätefach. Hier haben wir die Kanthölzer und im hinteren Raum Absturzhölzer. Im Einzelnen für den Einsatz der Hebekissen benötigen wir folgendes Material. Erstens Unterbaumaterial, denn wenn wir Material hochheben, darf es nicht zurückrutschen, deswegen müssen wir es mit Holz unterbauen. Dann im Einsatz der Pressluftflasche haben wir einen Druckminderer. Das Herzstück ist ein Steuerorgan. Zwei verschiedene Arten Zuleitungsanschlüsse, da wir zwei Hebekissen gleichzeitig bedienen können. Dann haben wir kleine Hebekissen bis 24 Tonnen Hebekraft und etwas größere Hebekissen bis 64 Tonnen Hebekraft. Ganz wichtig, die einzelnen Systeme zwischen Rohrdichtkissen, Luftheber und Hebekissen dürfen nicht vermischt werden. Das Herzstück für die Steuerung der Hebekissen ist das Steuerorgan. Dieses gucken wir uns jetzt im Detail an. Das Steuerorgan besteht aus verschiedenen Komponenten. Ein Manometer für den Eingangsdruck, ein Manometer für den Ausgangsdruck der roten Leitung, ein Manometer für den Ausgangsdruck der gelben Leitung. Die Zuleitung wird hier angeschlossen und im Dunkeln haben wir hier die Möglichkeit, die Manometer mittels Licht zu beleuchten. Die Ableitung zu den Hebekissen werden auf der Rückseite angeschlossen. Einmal die gelbe Leitung und einmal die rote Leitung. Mittels Steuerhebel können wir den Druck der Hebekissen entweder erhöhen oder absenken. Zur Versorgung des Systems des Hebekissens haben wir zwei verschiedene Möglichkeiten. Einmal mit der Arbeitsluftflasche. Hier wird ein Druckminderer aufgesetzt, der angeschraubt wird. Wo wir den Eingangsdruck und Ausgangsdruck der Atemluftflasche mit dem Ventil regeln können. Im Anschluss kommt die Zuleitung an Steuerorgan. Parallel zu diesem System haben wir noch die Möglichkeit, uns Druckluft vom Fahrzeug abzuholen und dies zeigen wir euch gleich. Wir haben das Hebekissensystem schon mal vorbereitet. Auf der linken Seite in Blickrichtung die gelbe Zuleitung am gelben Joystick angeschlossen, auf der rechten Seite in Blickrichtung die rote Zuleitung am roten Joystick. Die blaue Zuleitung vom Fahrzeug schließen wir erst im Steuerorgan an und dann am Fahrzeug. Der Druckluftanschluss vom Fahrzeug befindet sich im Geräteraum 3 in Fahrtrichtung.
Hier ziehen wir den Plasmaschneider raus, weil beim Plasmaschneider im Zubehör ist das Übergangsstück für den Druckluftschlauch. Den stecken wir auf die Zuleitungsschlauch drauf an und werden ihn im Fahrzeug einstecken. Zum Betrieb über die Fahrzeugluft muss das Fahrzeug eingeschaltet sein und im Standgas laufen. Nachdem wir das System mit dem Fahrzeug verbunden haben, können wir am Eingangsmanometer den Eingangsdruck erkennen. Das System ist jetzt einsatzbereit und wir können mit der Rettung starten. Durch Betätigen der Hebel nach hinten füllen sich die Hebekissen. Ganz wichtig hierbei ist, vorsichtige, kurze, kleine Bewegung. Nicht, dass wir zu schnell die Hebekissen aufpumpen und Material oder runterfallende Teile sich lösen und den Patienten weiter schädigen. Nun können wir die Last weiter anheben und bei einem Defekt der Hebekissen würde die Last nicht auf den Patienten zurückstürzen. Die Last ist vom Patienten angehoben, ist gesichert worden durch das Unterbauholz und der Patient kann jetzt gerettet werden. Der Rückbau des Systems erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Langsam die Last anheben, das Paarholz unter rausnehmen und vorsichtig absenken, Stück für Stück. Ein ganz wichtiger Hinweis, bevor wir die Zuleitung vom Steuerorgan entfernen, müssen wir die Zuluft vom Fahrzeug kappen. Bei dem Rückbau der Zuleitung ist darauf zu achten, dass die Kerbe, die in der Kupplung sich befindet, genau gegenüber von dem Stift ist, weil sonst lässt er sich nicht reindrücken und der Schlauch sich nicht rausnehmen. Wenn wir mit der Hubhöhe der Hebekissen nicht auskommen, ist es zulässig, zwei Kissen gleicher Größe übereinander zu stapeln.